Achtung! Dieses Video kann Spoiler für das bereits erhältliche The Last of Us und das bald erscheinende The Last of Us Part 2 enthalten. Also sag nicht, wir hätten dich nicht vorher gewarnt. Mit großer Spannung warten wir auf den Release des Nachfolgers des zu Recht gefeierten Naughty Dog Games The Last of Us. Insbesondere darauf, wie Ellies Geschichte fortgesetzt wird. Unter den Fans gibt es nun heftige Spekulationen darüber, ob die Hauptfigur Ellie schwanger sein könnte. Wir haben uns daher die Hinweise näher angeschaut, die diese Theorie untermauern oder auch entkräften. Wer das auf der PlayStation 4 exklusive Spiel Uncharted 4 – A Thief's End von Naughty Dog aufmerksam erkundet, hat die Möglichkeit, an einer Stelle als Nathan Drake ein hochinteressantes Easter Egg zu entdecken. So hängt dort an einer Wand ein Poster mit dem Titel The Last of Us – American Daughters. Wir sehen darauf eine junge Frau mit einem Babybauch. Nun könnte man denken, dass dies Ellie ist. Aber wer Teil 1 durchgespielt hat, dürfte sich die Frage stellen, warum Ellie eine Gasmaske tragen sollte, da sie ja immun gegen die Sporen ist. Natürlich könnte sie sich aber auch mit der Gasmaske vor anderen schädlichen Einflüssen schützen. Es könnte weiterhin sein, dass sie zwar immun ist, aber das Baby im Bauch nicht resistent ist oder sie die Gasmaske einfach nur als Vorsichtsmaßnahme aufgesetzt hat. Eine andere Erklärung könnte sein, dass die Person auf dem Poster überhaupt nicht Ellie ist, sondern ihre Mutter aus der Vorgeschichte von The Last of Us 1. Ellie wäre somit das Baby im Mutterleib. Der Titel wiederum spricht von Daughters, also von Töchtern in der Mehrzahl. Womöglich könnte es also auch sein, dass uns im Storytelling von The Last of Us Part 2 Zeitsprünge mit einigen Parallelen erwarten und wir sowohl Ellie als auch ihre Mutter schwanger miterleben können. Es ist sehr auffällig, dass die ganze Zeit während diesem Trailer der Bauch von Ellie durch eine Gitarre verdeckt wird und genau in dem Moment, wo sie die Gitarre auf die Seite legt, die Kameraperspektive auf eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht wechselt. In einem anderen Trailer sieht man wiederum, wie eine psychopathische Gruppe von irgendwelchen mysteriösen Fanatikern Frauen am Strick aufhängen und ihre Bäuche aufschlitzen wollen. Dabei handelt es sich bei diesen Frauen womöglich um Schwangere. Dieser Verdacht wird dadurch verstärkt, dass eine der Sektenmitglieder, während sie eine hilflose Frau mit der Messerspitze vor dem Bauch bedroht, sagt: "They're nested with sin." Was man wohl so interpretieren kann, dass die Frauen schwanger sein könnten und vielleicht wie Ellies Mutter ein Kind mit einer Immunität gegen die Sporen in sich tragen könnten. Es könnte weiterhin sein, dass die postapokalyptischen Sektenanhänger nach Ellies Mutter suchen, aber nicht genau wissen, wie sie aussieht und daher alle schwangeren Frauen töten wollen, um ein mögliches Gegenmittel aus fanatischen Gründen zu verhindern. Ein Tweet von Naughty Dog legt weiterhin nahe, dass es sich bei der Frau am Strick um Ellies Mutter handeln könnte. Wenn wir nun davon ausgehen, dass Ellie tatsächlich schwanger ist, dann bleibt natürlich auch noch die Frage offen, wer der Vater des Babys ist. Denkbar sind folgende Optionen. Entweder ist Joel der Vater, was aber etwas schräg wäre, da er eine Art Vaterrolle für sie eingenommen hat. Aber völlig ausgeschlossen ist das natürlich nicht, denn Ellie ist ja kein kleines Mädchen mehr und die beiden haben zusammen eine Menge durchgemacht und könnten dabei auch den einen oder anderen romantischen Moment erlebt haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Fireflies sie künstlich befruchtet haben, um ihre Immunität irgendwie zu reproduzieren. Und dann könnte es aber auch sein, dass sie von jemandem vergewaltigt wurde und die Storyline sich um ihren persönlichen Rachefeldzug drehen könnte. Wie siehst du das? Ist Ellie in The Last of Us 2 nun schwanger oder nicht? Wenn ja, wer ist der Vater? Schreib uns deine Meinung in den Kommentaren. When they come, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forever.